Hallo ihr Lieben, ich höre mich noch ein bisschen krank an, weil ich die letzten Tage wirklich im Bett lag. Aber ja, der Monat Januar ist heute vorbei, was ich sehr schade finde. Aber ja, das heißt, es heißt natürlich wieder, dass wir wieder einen Januar-Haul haben und Favoriten. Ich habe diesmal einen ganz kleinen Haul nur, weil ich euch späterer Zeit die ganzen Sachen zeige, da ich im Sale richtig viel gekauft habe und ich finde es einfach, damit das Video vielleicht 20 Minuten oder so gehen, weil ich das alles zusammen in ein Video packen will und deswegen habe ich das rausgenommen und werde es euch dann im nächsten Haul zeigen. Und ja, ich habe mir jetzt allererstes von Yankee Candle die Christmas Eve Kerze gekauft, ja, obwohl Weihnachten zu Ende ist, einfach aus dem Grund, da sie reduziert waren. Also die kosten eigentlich 25 Euro rum und ich habe dafür 11,49 gezahlt, da die Lieferung irgendwie zu spät war oder so und die das jetzt nicht mehr im vollen Preis verkaufen können. Finde ich sehr cool, weil so habe ich so eine große Kerze. Dann habe ich hier noch die Snow in Love Kerze, auch für 11,49 statt 25. Ah, das juckt. Finde ich auch ganz cool, da ich mir die schon gewünscht habe, weil die nämlich so ein bisschen nach Schnee riecht. Und das finde ich richtig cool. Und dann habe ich mir natürlich noch eine Kerze gekauft, weil ich Yankee Candle liebe. Und so habe ich mir die Fresh Cut Roses Kerze gekauft, 14,49. Das ist die Mittelgröße. Und ich liebe den Geruch, also ich liebe ihn. Und wundert euch nicht wegen meinem Gesicht, falls es ein bisschen gelblich wirkt. Ich habe wieder die alte Foundation benutzt, da ich eigentlich ohne Make-up heute rumlaufen wollte. Aber ich diese Videos drehe und ja, deswegen benutze ich da immer das Make-up, was ich hier aufbrauche und auch in meinen Make-up-Videos zeige. Und dann habe ich mir noch zwei Make-up-Produkte gekauft. Und zwar habe ich mir einmal das Essence I Love Stage Eyeshadow Base gekauft für 2,45, da meine Lidschattenbase jetzt leer ist. Brauche ich natürlich wieder eine neue und da teste ich einfach mal die hier. Und dann habe ich noch von der neuen limitierten Edition die I Love Nude Edition. Ich muss jetzt nur den Tesafilm abmachen, den habe ich vergessen abzumachen. Doch nicht allzu lang. Ups. Ups. Jetzt ist da hinten so ein Ding abgerissen, aber ist mir eigentlich egal. Also von der I Love Nude Eyeshadows habe ich mir die Nummer 4 Sweet Like Chocolate gekauft. Das ist so ein leicht braunes Lidschatten-Ding. Ich swatche es mal. Also so sieht's aus. Und ja, ich finde das sehr schön. Und die hat auch 12,45 gekostet. Das war's auch schon mit meinem Haul. Dann kommen wir zu meinem Favoriten. Und zwar das erste, dein Lieblingsessen oder Süßigkeiten ist die Schoko-Nikoläuse. Da ich so viele bekommen habe, esse ich die jetzt gerade einfach auf. Und ja, deswegen. Dann mein Lieblingsgetränk ist der Earl Grey Tee. Da der ein bisschen Koffein, glaube ich, beinhaltet. Ja, sieht so aus. Und ich den in der Früh einfach liebe. Ich trinke jeden Tag eine Tasse von dem. Dann dein Lieblingsbuch oder Magazin ist das Buch, was ich euch schon mal als mein Lieblingsbuch gezeigt habe. Letztes Jahr im Sommer. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Aber ich es nie geschafft habe, fertig zu lesen. Und deswegen lese ich das jetzt nochmal. Und bald werdet ihr auch eine Buchreview über dieses Buch sehen. Dann dein Lieblingsnagellack habe ich diesen Monat keinen, da ich jede Woche eine andere Farbe getragen habe. Ja. Ich habe irgendwas im Mund. Ja. Immer. So. Dann dein Lieblingsklamottenteil diesen Monat. Das sind für mich Blusen. Ich weiß nicht. Ihr werdet das jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, weil ich finde eigentlich persönlich Blusen unbequem. Aber da ich sie in der Arbeit anziehe, trage ich sie jetzt mittlerweile auch privat. Ja.
Dann dein Lieblings-Make-up-Produkt ist für mir die Alverde Lip Cream in der Farbe. Ist das überhaupt eine Farbe? 10 Juicy Jerry. Also ist so ein Rot. Und ich liebe sie einfach. Dann mein Lieblings-Haarprodukt ist das Alverde Haarspray Lotusblütenextrakt mit violetter Reis. Violett, ja. Und ich liebe es einfach zu zeigen. Da ich zu diesem Monat wirklich dauernd Haare zugetragen habe. Dann der Lieblingsfilm oder Serie ist zurzeit Breaking Bad, da ich mir alle Folgen mit meinem Freund anschaue und ich sonst eigentlich nur Dschungelcamp schaue. Und das war's. Mehr nicht. Ja. Dann dein Lieblingssong habe ich diesen Monat genauso wie letzten Monat keinen, da ich immer noch keine Musik höre. Ja. Dann. Ja, ich habe mein Handy vergessen. Ich hol's mal schnell. Uff. Ich habe keine Hülle mehr drin. Dein Lieblingsbild, was du gepostet hast. Aha. Schau mal kurz. Ja, ist dieses Bild hier. Wenn es ladet. Es ladet aber nicht. Warum ladest du nicht jetzt? Und zwar ist dieses Bild hier. Weil das ist mein erstes Outfit, was ich draußen geshootet habe. Und so ein richtiger Outfit-Post mit so einem Trendding. Ja. Da habe ich euch informiert, dass ich nun endlich meinen ersten Outfit-Post gepostet habe. Ja. Dann deine Lieblings-App ist Kleiderkreisel. Da finde ich zurzeit wirklich viele Klamotten und auch Inspirationen. Und ja. Dann dein Lieblings-Accessoire ist der Ring von meinem Freund, den er mir zu meinem 18. Geburtstag geschenkt hat. Und ja, das war es aber auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr so welche Hauls, Favoriten, Jahresfavoriten, keine Ahnung was sehen wollt, dann gebt dem Video auch einen Daumen hoch. Und wie immer könnt ihr unten in den Kommentaren kommentieren, warum rede ich so schnell? Was ihr am Mittwoch sehen wollt. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und wir sehen uns dann am Mittwoch. Tschüss! I can't stop.